Jedes Mal, wenn sich etwas in deinem Leben ereignet, machst du ein Foto und lädst es hoch. Läuft es nicht genauso ab? Doch lieber Bruder, liebe Schwester, pass auf, sei vorsichtig. Menschen leiden. Warum? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Innal ayna haqq. Das böse Auge ist wahr. Das sollst du wissen. Du lädst Menschen ein, dich mit dem bösen Auge zu treffen. Seht mal, was ich gegessen habe. Es gibt tatsächlich Leute, die nach jeder Mahlzeit ihr Profil ändern. Seht her, ich hatte Hühnchen. Ich hatte dieses und jenes. Dieses Getränk und diesen Saft. Und hier bin ich hingefahren. Und in diesem Hotel habe ich übernachtet. Und seht her, wie schön es hier war. Das sind die Klamotten, die ich mir gekauft habe. Und das hier auch. Und seht her, wie toll das ist. Jedes einzelne Ding wird zur Schau gestellt. Jedes Mal, wenn du deinem Baby Sachen anziehst, wird dein Bild hochgeladen. Wallahi, darin ist eine Lektion. Lies nach in der Sura Yusuf. Darin sind zwei Stellen, aus denen wir vieles lernen können. Erstens, als die Brüder in den Palast hineinkommen, um ihr Essen zu erhalten, sagt der Vater, tretet einzeln ein. Einer der Gründe, die im Tafsir erwähnt werden, ist, damit dich die Augen der Menschen nicht gänzlich erfassen und sie dich nicht mit dem bösen Auge treffen. Das ist die eine Lektion, die wir daraus lernen. Und dann sagt der Vater, erzähle deinen Brüdern nicht über diesen Traum. Erzähle deinen Brüdern nichts davon, weil sie sich vielleicht gegen dich verschwören könnten. Aus welchem Grund? Es ist klar, aus Eifersucht. Der Hadith besagt, فَإِنَّ الْحَسَنَةَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. Wahrlich, Eifersucht wird deine guten Taten gleichermaßen verschlingen, wie das Feuer das trockene Holzscheit verschlingt. Meine lieben Geschwister, denkt einen Augenblick nach, bevor ihr ein Foto ins Netz stellt. Bevor ihr euer Essen und alles andere jemandem zeigt. Ich sage nicht, dass man sich von jeglicher Technologie trennen soll. Vielmehr möchte ich sagen, nutzt sie bestmöglich. Nutzt die Technologie, um erfolgreich zu sein und nicht um euch selbst zu zerstören. Du lädst 1, 2, 3, 10 Fotos hoch und einige Menschen, die diese Fotos ansehen, wünschen sich dasselbe, seitdem sie denken können. Sie arbeiten ihr ganzes Leben dafür und du hast es einfach so erlangt. Denkst du, sie werden es einfach so hinnehmen können? Sie werden zu einem Punkt in ihrem Leben kommen, an dem sie etwas dir gegenüber empfinden werden. Seht euch diese Person an. Sie hat den Himmel auf Erden. Doch sie wissen nichts über deine Probleme. Sie wissen nichts über die Probleme, mit denen du dich jeden Tag herumschlägst. Stellt euch vor, wenn wir Profile über die schlechten Ereignisse in unserem Leben erstellen würden, dann würden wir in einem Untergangsszenario leben. Aber es ist die Natur des Menschen. Nach außen hin möchte er ein schönes Bild von sich abgeben. Jeder von uns, wir alle möchten ein gutes Image. Es ist kein Problem, ein gutes Image zu pflegen. Aber es muss nicht jedes Detail deines Lebens an die große Glocke gehängt werden. Behalte diese Dinge für dich und deine Nächsten. Und für jene Menschen, die diese Dinge mit dir geteilt haben. Und hin und wieder, wenn es dir ein Bedürfnis ist, kannst du einige Dinge mit auserwählten Freunden teilen. Und sei immer dankbar für das, was dir Allah ermöglicht hat.